Ja, hi, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge haben wir den Richwag-Wald abgeschlossen, den Priester gefunden. Wahrscheinlich haben wir jetzt alle ihre Steine, so wie es aussieht. Und ja, ich befinde mich hier vor dem Wasserschrein. Ich werde mal ein paar Kräuter rauchen, ich meine schlucken, um weiß nicht, SK und also was hier herzustellen. Fokus um 3. Was haben wir? Wer hat denn hier wenig Fokus? Wer hat denn viel Fokus am besten? Hm, da haben wir noch so normal erstmal. So, puff. Dann. Am besten noch du. Am besten war ja er, aber er tut ja schon sehr schnell die Gegner treffen. Ist dann, sag ich mal. So, Verteidigung. Wer braucht denn Verteidigung? Verteidigung gebe ich lieber so Leuten, die es auch nötig haben. Meine Güte. Was? Das ist eine Basisverteidigung? Okay. Guck mal seine Basisverteidigung an. Guck mal ihre Basisverteidigung. Guck mal seine an. Oh mein Gott. Angriffskraft. Guck mal ihn. Oh. Woher hätte ich eigentlich Zerwert geben sollen? Ah, Angriffskraft ist einfach. Leila. Eisenkraut, Verteidigung. Du und du. Maximalen KP, die die am wenigsten haben. Und sie hat eine Menge Verteidigung, also. Hm. Ja. Ja, zufrieden, ich habe ein paar Kräuter benutzt. Gut, dann versuchen wir mal diesen Fee-Schmetterling, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, halb Fee, halb Schmetterling, halb Delfin, irgendwie so was. Tür hat sich geöffnet. So, Artangriff. Ja, ne? Verteidigung meine ich. Dann gucken wir mal, ob wir es schaffen. Oh ja, wir kommen keine Kampfmusik. Erde, Erde, kein Problem. Was zum Teufel? Das nervt, teleportiert sich über den ganzen Platz und wenn man ihn dreht, fängt er an, unangenehme seraphische Art zu verwenden. Oh je, kleine bedürftige Kreatur, du hast solche wunderschöne Flüge nicht verdient. 8000. Also wenn man das hier mit dem letzten Viech vergleicht, ne? Oh Gott. Na, verbinden. Da wird die beste Möglichkeit gerade. Oh ne. Natürlich wieder richtig geil. Alle anderen folgen ihm mit Einschlag. Was so? Warum zieht das Vieh so viel ab mit dem Arzt? Nein. So, erstmal hoch rein. Da bin ich echt jetzt wieder im Grunde. Ja. Was für ein weniger Artverteilung auf Verteilung. Muss beides relativ wenig. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen, oder? Oh mein Gott. Oh. Muss schon ein Ding jetzt hier wieder beleben, ne? Ja, sehr gut. Hör auf mich los. Wow, Rose, ey, ehrlich. Du bist da echt noch im letzten Moment reingerannt, ne? Okay. Noch keine Arzt, bitte. Kurero,
Nein. Und ich kann halt ab. Ha. Weißt du. Oh, oh. Gott verdammt. Nein, wen steuere ich? Warum geht denn jetzt alle auseinander? Super. Oh mein Gott, du bringst ihn um. Und dann. Gleich töten. Töten! Sehr gut. Hallo, meine Kugel. Hat den Titel Naschkatze erworben. Was? Warum lernen Layla und Zavet nicht ihre letzten Techniken? Oh, sag mal, ja. Warum sind Süßigkeiten nur immer so köstlich? Weil sie süß sind, ist doch klar. Okay. So, das haben wir geschafft. Gut. Oder? Na, fehlen noch 9. Ja, alle haben Erfahrungspunkte bekommen, ne? Ja, bis auf sie wieder, 40. Hat noch. Ja, sehr gut. Speichern. Dann gehen wir zu Maven. Man hat einen nerviger Kampf. Aber wir haben ihn geschafft. Das Spiel ist noch auch schwer, ja? Weil ich mich letztens so gewundert habe. Ja, irgendwann wollte ich noch nachgucken. So, warum lernt ihr eure Sachen nicht mehr? Ihr lernt keinen Wolkenbruch, sie lernt nicht Blitzschlag. Warum lernen die Sachen nicht mehr? Verstehe nicht. Ich will gerade einen kochen. Brauchst du noch einen? Immer noch. So, dann gehen wir nach Logrin. Wir uns vielleicht auch nicht ausruhen. Um Skit zu aktivieren. Und der einzige Miniboss, der mir jetzt noch fehlt, den ich mir notiert habe, oder dessen mir ich bewusst bin, ist der in der Windprüfung. Wahrscheinlich sind aber irgendwo noch welche, die ich vergessen habe. Werde mich mal irgendwann wieder umschauen. So. Dann speichern wir unseren Sieg natürlich erstmal. Und dann machen wir weiter in der Story. Sehr schön. Wir haben schon mal einen Miniboss erledigt. Das finde ich schon wieder ein Erfolg, den wir zu verbuchen können. Heute in diesem Part. So, wir haben wohl die meisten Erdgeschichte sein. Und die Teile des Pools bringen sich langsam wirklich zusammen. Ich glaube, es ist Zeit, mal wieder einen Besuch abzustatten. ヘルダルフが苦しみや痛みを持ってるのは分かった。まるで呪いみたいだったね。なるほど。永遠の孤独に縛る呪いか。あの時、かの者は私たちとの会合で、スレイさんの心を殴って落ちた同士へと誘おうとしていました。ですが、後には、スレイさんに同胞にならないかと手を差し伸べてきましたが。サイカの剣士 同士に手を差し伸べるか。俺、知りたい。ヘルダルフがどうしてあんなことになったのか。けど、それはおじさんのタブーに触れるんだよね。僕らはそれがどういう意味を持ってるのか分かってない。勝手なことを言っているんだろう。だが、やっぱりダメかな。まあ、ついてきな。メビンさん、本当に語り継ぐものがたりも。 So, das Ende der Welt, was uns bevorstehen könnte. Da kann man ja mal eine Ausnahme machen. Es geht. Nö, okay. Ja, sein können. Da unten ist, glaube ich, noch eine goldene Truhe, ne? Jetzt öffnen. Dann kann ich ja mal gucken, ob da wirklich immer einzigartige Sachen sind oder ob
auch Zufall ist. Sand durch. Glaubt aber langsam, das sind alles geskriptete Sachen. Ich bekomme deutlich wertvolle Sachen in den ganzen Schatztruhen. Ich will ehrlich gesagt auch heute nicht mehr aufnehmen als diesen Part, deswegen hoffe ich, dass wir jetzt nicht ohne Speicherpunkte irgendwo hineingezogen werden. Oh, was zum? Wir dürfen echt keine Hobbys haben, ohne dass irgendjemand daran rumzickt. Ne, das geht mir irgendwie auf die Nerven. Mein Rose, jetzt auch noch Edna. Meine Güte, lasst den doch ihren Spaß haben. Mischen sich da auch nicht in eure Hobbys ein. Weitertragen, okay. Ich weiß nicht, was der macht, aber ich habe so ein Gefühl, was der macht. Laut den anderen Tales aufspielen. Gewaltmarsch. Ich glaube, ich gehe wahrscheinlich noch die ganzen Schatzrunden hier ablaufen. Irgendwann in einem Part. Ach, habe ich schon. Verschwend doch nicht meine Zeit. Ja, was geht? Was ist das? この石は語り部は公平であるために時代の趨勢に関わるのを禁じている。が、俺も覚悟を決めたよ。それは大地の記憶。まだ他にもあったか。他のはともかく、こいつだけは人に見せたくなかったんでな。俺が先にいただいておいた。ではそれが。そうだ。最悪の始まりが記憶されている。 お前らに最悪の始まりを体験させてやる。感じてこい。光と闇を全員石碑に手を触れろ。そして目を閉じるんだ。ふわしゃすけういすけはあすく、わべくふうしこいおうねん。 これは答え合わせじゃない。ただ感じてこい。いいな。どうなったんだ？どこここ？見たことないとこなんだけど。最悪の始まりを体験しているんだ。つまりここは始まりの村カムランか。 Okay, folgt mir. Oder bleibt da. なんか人が集まってる。本当だ。将軍。 こんな生活をいつまで続けさせるつもりだ。ハイランドも信仰から守っているのだ。むしろ感謝してほしいのだがな。どうしよう。え？この人が先代の同志？あなた方が来てからの半年、こんなのは守ってるなんて言いません。軟禁です。それにハイランド王国が動き出したのもあんたたちローラン・スグンがこの村を接収したからだろう。聞こえてないみたい。 あくまで大地の記憶が見せてるものですの。この村の戦略的価値を同志の起こした村というだけで看過できはしない。それはどの国でも同じことよ。時間の問題だったと。ハイランドの青きバルキニーの台頭ぶりを思えばな。もういい。
ミケル様、いいんですか、このままで。あいつら、マオテラス様の神殿まで取り出みたいにしちまったんですよ。どれだけ天族を冒涜すれば気が済むんだ。兄さん、案ずるな。カムランは確かに北の国境線としては重要な位置にある。ここを押さえたら 両国とも自在に使徒に兵を進められる。彼らもないがしろにはしないはずだ。信じるんですか、あの将軍の言葉を。彼らがどうであれ、私たちが信じるのを忘れてはいけません。家族表の同心の我が今や、ミューズは私が守る。必ず。始まりの村はヘルダルフに接収されたんだな。 そして戦火に巻き込まれていったんです。まあでも確かにほっとくわけないよね。ミクリオ、どうかしたか。ああ、これじゃマオテラスに悪意を向けてるも同然だな。加護が失われて当然だ。まだ先はあるだろう。神殿の方に向かおう。Alles klar. Das war gut genug. Aber jemanden sprechen. Boah. Na gut. Lorans war Mikkel Samaga Maoteras Sama und Zirdashta Kotoni Kizuiterunja. Ja, Lorans Tostewa, Kitano Taikokue no Kinsen no Imino Hoga Zioi. Kaisen no Memoga Hoshindaro. Bakagetel. Mattakudawa. Demo Sorega Nini. Dana. これだけはいつの時代も変わらない。 Weiter direkt. Da verschränkt er die Arme, aber wenn jemand am Sprechen ist, nicht schnell. どうし様の話だと、神殿が怪我されて村の加護がなくなりつつあるって。まさかマオテラス様が兵馬に。どうし様を信じよう。 命に代えてもそれだけはそしすると言ってくださってるけど。よ、同志様を失うぐらいならいっそみんなで疎開した方がいいのかもしれないぜ。ミケル様にそんなことができるわけがありませんわ。ああ、同志だからね。マオテラスを汚れの背中置き去りになんて考えもしないと思う。スリーさん。 だ、richtig。こんな硬い中の村が北の大国制圧の足がかりになるなら、同志謎にいくら疎まれても安いものよ。何事だ。敵の襲撃です。北の大国が来たか。いや、ハイランド軍のようです。なかなかに釣られぬものよ。兵をまとめろ。 撤収する。反撃しないのですか。ハイランドとの小競り合いに兵を失えと、うのこっちょうよ。こうなってはこの村はただのゴミくずってことだ。撤収するぞ。伝令急げ。ありえない。村の人たちの幸せを何だと思ってんだ。この村が滅びたのはこんなくだらない理由だったのか。 やめろ。まあ、スレイス、まあ、より虚しさを強める。ヘルダルフは何をしているんだ。ヘルダルフ、村を捨てて。ローランスの犬が。 こんな山奥でこそこそと。あっちにはいるぞ。ミュース、言えて、ehrlich。どうしたば、ミューズ様が神殿に。なんだって。ローランス軍に救助を求めに。けど、ヘルダルフはもう逃げてる。 ニュース、無事でいてくれ。神殿に急ごう。あ、オッケー。
Ah, Schokopudding. Zerwitt zieht sich erstmal ein Schokopudding rein, während er das Spektakel hier beobachtet. お同じ同士という立場から、スレイさんがあの方に感情移入することは分かります。ですが、メイビーさんの言葉を思い出してください。ミクリオさんも。結末に嫌な予感しかしないんだ。今までしたことは十分繋がった感じするもん。見届けなきゃいけないんだ。 それはともかくさ、ミクリオもなんからしくない。当然ね。あの子じゃなくても気づくの。だな。それが嫌な結末につながってるなら、なおさらってやつ。みんなも感じてたんだ。ミクリオと同志兄弟が似てる。行きましょう。もうすぐすべてわかります。OK。 Irgendwie nicht so auf achtet oder bemerkt. もたらしたものに。 この撤退を予見していたか。青きバルキニーの陛下。落雷だと諸君。ヒルダルフ覚悟。 Das war beste Frei. Ja, der ist ein Monster, aber er ist ein Monster auf deren Seite. なるほどね。イエネコは氷魔になったんじゃない。氷魔にさせられたの。まあ。しかも最強の呪詛をかけられたものとして。そんでそれをやったのが先代同士。それじゃ。 ここは広場あたり？終わらないのはまだ先があるってことね。まだあるのか。ミクリオ。そろそろ全部だろう。ちゃっちゃと見て帰ろうじゃないの。なあ。めっちゃへこんじゃったっぽい？そりゃ。
私そんなへこんでなくてさ。そんなの気にすることじゃないだろ。仲間がへこんでる時に自分がへこんでないのって、やっぱ私なんか抜けてるんじゃないかなって。ロゼ、スレイの言う通りだ。気にすることじゃない。むしろ、そう。だな。ごめん。え？俺たちこそそんな心配かけちゃってさ。 もうしばらく気持ちの整理に時間はかかるが大丈夫だから安心してくれ。了解。 Noch ein Schokopudding gemacht. Ja, ich aber sagen, ich werde den Part hier beenden und dann doch gleich noch ein Part aufnehmen. Ja, paar heftige Szenen und ja. Wie sagen, ich beende den Part hier und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Test Hysteria. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Und sagt tschüss, bis zur nächsten Folge.